Ein oberbayerisch-fränkisches Derby in der Saturn Arena am 8. Spieltag der deutschen Eishockey-Liga zwischen dem ERC Ingolstadt und den Thomas Sabo Ice Tigers, die Möglichkeit haben, wieder auf Platz 1 zu gehen. Seine Mannschaft, das Team von Tommy Samuelsson, zuletzt mit einer Heimniederlage gegen die Eisbären. Und die Nürnberger, sie feierten ein 3:0 über Schwenningen. Aber hier gab der Gastgeber zunächst den Ton an. Gute Möglichkeit für die Ingolstädter, und zwar durch Greg Molden. 5 Minuten noch zu spielen in diesem ersten Drittel. Break-Möglichkeit. Elis liegt quer für Reinprecht, aber Pielmeier auf dem Posten. Pielmeier heute im Tor, nicht eben Jochen Reimer, der ehemalige Nürnberger. Durchaus gute Chancen, aber keine Tore nach dem ersten Drittel. 0:0. Die Tore, die sollte es im zweiten Drittel geben. 5-4 Überzahl Nürnberg. Die Gastgeber in Unterzahl, fast nicht zu bezwingen in dieser Saison. Aber jetzt 1:0. Thomas Sabo, Ice Tigers, Leo Pföderl, der Torschütze, nachdem er am Freitag sein erstes Saisontor gemacht hatte, jetzt sein zweites, 25 Minuten zu diesem Zeitpunkt absolviert. Es gab übrigens nochmal Videobeweis, weil die Schläger hier ein bisschen hoch waren. Aber die beiden Nürnberger, Siegel und Pföderl, behindern eben hier keinen. Und deswegen zählte das Tor. 7 Minuten 20 noch zu spielen. Und dann die Möglichkeit von Nürnberg nachzulegen durch einen ehemaligen Ingolstädter. Petr Pohl scheitert am Pfosten. Was eine Gelegenheit für die Gäste. Dann Überzahl für Nürnberg. Aber Ingolstadt im Angriff. Ingolstadt mit der Möglichkeit im Nachschuss. Der Ausgleich. 1:1. Ein Shorthander durch Laurin Braun. 36. Minute. Erst die Möglichkeit aufs 2:0 vergeben. Und dann so den Ausgleich kassiert. Das lief nicht gut für die Nürnberger. Und das ging genauso weiter. Ingolstadt bestimmte das Spiel jetzt und Ingolstadt legte nach. Thomas Greilinger dreht das Spiel. 2:1, 38. Minute. Und mit dieser Führung ging es dann auch in die letzte Drittelpause. Auch im letzten Drittel zunächst nur Ingolstadt. Powerplay 5:4 für 1,5 Minuten noch und dann das hier, Le Liberty. Der stochert nach und macht das 3:1 für die Ingolstädter. 44. Minute. Auch hier gab es übrigens den Videobeweis. Auch hier alles okay. Zunächst war es Mallorett und dann Le Liberty, der nachstochert. Und Treutle, der wusste einfach nicht, wo die Scheibe ist. Deswegen ließ er sie in diesem Moment wieder los. Die Nürnberger wachten nochmal auf. Aronson und dann Stackel mit dem Anschlusstreffer, 54. Minute. Nur dieses Erwachen kam ein bisschen zu spät aus Nürnberger Sicht. Ingolstadt gewinnt dieses Spiel am Ende hochverdient mit 3:2. Sie hatten nochmal alle Hände voll zu tun. Stackel mit der Gelegenheit, doch noch den Ausgleich zu markieren. Aber der sollte nicht mehr fallen. Ingolstadt gewinnt am Ende 3:2, am Ende Fatis. Ja, wie gesagt, wir haben, glaube ich, am Anfang gut gespielt, haben unsere Chancen rausgespielt, gleich ein Tor geschossen. Und dann, wie gesagt, in unserer Überzahl Gegentor bekommen, das ist immer ziemlich bitter. Da müssen wir cleverer sein, ist passiert. Und dann gleich danach das 2:1 noch kriegen, ist blöd vor der Pause, da haben eigentlich nur 2 Minuten kurz schlafen. Aber das sind die kleinen Sachen. Gute Mannschaft nutzen diese Fehler aus und hat Ingolstadt heute clever gemacht. Wir wussten, wir müssen heute als Mannschaft auftreten, vor allem Zweikämpfe gewinnen, Schüsse blocken, was dazugehört. Und einfach, ich glaube, es gibt ein Zeichen an die Mannschaft, dass jeder will. Und dass wir auch defensiv gut stehen. Wenn man Schüsse blockt, auf jeden Fall macht man den Gegner schwer. Und dann haben sie im Endeffekt keine Lust mehr da irgendwo. Und damit spuckt Ingolstadt Nürnberg in die Suppe, denn die sind die Tabellenführung in der DEL. Lust.